Dieses ganz besondere Schmuckstück weckte gleich die Kreativität in Schmuckhändlerin Elke Felten. Was sind das für Klötze, für Steine? Manschettenknöpfe. Ui. Ja, damit fangen wir mal an. Als ich den Manschettenknöpfe gesehen habe, habe ich sofort ans Umarbeiten gedacht. Manschettenknöpfe verkaufen sich heute nicht mehr so gut. Hier haben wir einmal eine Punze mit 18 CT, die in dem Fall wohl eher eine australische Stempelung ist. Hier in Deutschland hat man eben dieses 585 oder 750 richtig ausgeschrieben als Zahl. Bei den Steinen hier handelt es sich um australische Opale. Die beinhalten ein kleines Wunder. Dieser Sandstein, der da vorkommt, in dem hat sich vor sehr langer Zeit eine kleine Spalte gebildet. Und in diese Spalte ist dann viel Wasser eingesickert, mit Silizium natürlich dabei. Und das ist dann langsam verdunstet, dann bildet sich ein Gel. Und das Gel wird irgendwann zu einem harten Opal. Die sind ja sehr naturbelassen. So ein Brillant, klar, da jede Frau liebt Brillanten, ganz klar. Ist ein bestimmter Kundenkreis, aber die wissen auch, was sie da suchen. Und so ein Opal, der zeigt ja immer ein anderes Gesicht. Sowohl die Steine als auch die Fassungen sind absolute Unikate. Wir müssen jemanden finden, der einen Kunden dafür hat. Dann sehe ich hier durchaus an die 2000 Euro an. Ui. Also, jetzt bin ich platt. Ich dachte mal mit 1000 Euro. Ja, ich mach weiter mit 1100. Mhm. 1150. Na, ich sag 1200. 1400. Aha. Also für diese doch größeren Schritte bin ich an sich bekannt. Ich mag das nicht, wenn so kleine Schritte geboten wird. Vor allen Dingen, ich habe den Manschettenknopf in der Hand gehabt und ich wusste auch, dass da viel Gold dran war. Dann sage ich 1450. 1600. Wie ist es dann noch? 100 Euro drauf und dann ist die Sache erledigt. Natürlich muss man im Kopf eine Grenze haben. Aber ich bin eben so ein Menschenfreund und dementsprechend gehe ich dann eben auch schon mal auf die Kunden ein. Also 50 gerne, aber 100 wäre mir wirklich zu viel. Ja gut, dann machen wir 1650. Ich lege sie mal hierher. Jawohl. Und sie holt es ab, ne? Ja, ich hole es dann ab. Dann schönen Dank. Für die Umarbeitung wendet sich Elke an einen altbewährten Kollegen. Geht's gut? Der Herr Wilke ist ein sehr, sehr guter Uhrmacher und Goldschmied. Und ich kenne ihn schon über ein paar Jahre. Man weiß ja, Manschettenknöpfe in der Größe ist heute kaum verkaufbar. Ein Kassenschlager soll also her. Im Austausch unter Experten entwickeln Elke und Detlef Wilke eine Idee zur Neuinterpretation der Manschettenknöpfe. Also Plan ist auf jeden Fall jetzt ein Collier davon zu machen, von dem einen Manschettenknopf und von dem zweiten dann eben Armreif. Also begibt sich Herr Wilke gleich in seine Werkstatt. Für den Anhänger muss ich hier hinten eine Platte auflöten, um da dann die Aufhängemöglichkeiten für die Kette anzubringen. Die werde ich dann auch etwas schräg ansetzen, damit eine schöne Führung für die Kette gewährleistet ist. Zur perfekten Vorbereitung werden die Steine zunächst aus der Fassung geholt und die Manschettenknopfhalterungen abgesägt. Anschließend feilt Herr Wilke alles wieder glatt. Die kleinen Röhrchen, durch die später die Kette läuft, sägt Herr Wilke zurecht und säubert die Kanten mit einem speziellen Werkzeug. Das ist ein Scharnierkaliber, nennt sich das, damit man eine schöne, gerade Oberfläche bekommt. Und die ist wichtig, damit sich die Röhrchen beim Löten fest mit der Trägerplatte verbinden können. Damit beim Löten alles an seinem Platz bleibt, werden die Röhrchen mit einem Stahldraht fixiert, der sich während des Vorgangs nicht mit dem Gold verbindet. Wenn alles sitzt, kommt das Werkstück in die Beize, um die Spuren der Oxidation zu entfernen. Bei dem Armreifen setze ich also eine Spange unter den Stein. Die sollte möglichst flexibel sein. Dafür muss Herr Wilke zuerst das Goldblech dünn auswalzen. Anschließend kann das kleine Scharnier angelötet werden. Dieses dient als Halterung für den Draht, der später die Fassung trägt. So wird das dann montiert. Um den Draht besonders stabil zu befestigen, bohrt der Goldschmied vor dem Lötvorgang kleine Löcher in die Fassung.
Dann wird der Draht zurechtgebogen und angelötet. Im Grunde genommen ist es dann soweit fertig, dass wir den Stein, der ja nicht eingefasst ist, sondern mit einem Zwei-Komponenten-Kleber festgemacht ist, wieder einkitten und dann hätten wir das Stück fertig. Nach vielen Stunden kleinteiliger Arbeit kann Herr Wilke sein Werk endlich zu Ende bringen und es Elke zukommen lassen. Das ist auf jeden Fall Schmuck, den kann ich hervorholen und sagen, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich verkaufe ich den dann auch. Den neu interpretierten Schmuck setzt Elke gleich in ihrem Laden in Szene. Dann stellen wir es mal hoch und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. So, dass es also auch schön angestrahlt wird. Ja, so ist das schön. Prima so. Die besonderen Schmucksteine wurden von Elke und ihrem Goldschmied gekonnt aufgewertet. So, insgesamt habe ich ja bezahlt 1650 für den Kauf der Manschettenknöpfe. Der Herr Wilke wird nehmen so um die 600-700 Euro vielleicht fürs Umarbeiten plus Material. Und im Verkauf sehe ich jetzt meinetwegen den Anhänger um die, sagen wir mal, 1200 Euro. Und den Armreifen, da ist ja nun auch mehr Material, sehe ich ungefähr so bei 1400, 1500 Euro. Wenn euch das Video gut gefallen hat, gebt uns ein Like. Mehr Videos findet ihr hier oder hier. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal hier. Über Kommentare würden wir uns natürlich auch freuen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Eure Elke.